So, herzlich willkommen zum 109. Let's Play von Final Fantasy 9. So, jetzt holen wir uns erstmal den Chronostock. Eine ziemlich defekte Uhr. Ja. Das dauert auch noch nicht ganz. Das ist auch guter Geist. Ja. Nee, ein Speicherpunkt selten. Ich denke mal, er wird von dem Rahmen versteckt. So, aufgeladen haben wir ja. Vorher. Aber das hätten wir auch hier machen können. Ja. Das ist der Kartengeist. Ja. Im nächsten Gebiet. Hinter der Tür. Da die Leiter hoch. Was denn dieser riesige Feuerball? Dem Anschein nach könnte es die Sonne sein. Das ist euer Planet, Gaia, kurz nach seiner Geburt. Der neugeborene Planet, Gaia? In diesem unendlich großen Universum wurde wieder ein Planet geboren. Was kommt dann hier nach? Findet es selbst heraus. Zu dieser Zeit erlangte Terra den Höhepunkt seiner Blüte. Aber die eigene Überschätzung der Terrianer und ihr Irrglauben, sogar das Leben des Planeten beeinflussen zu können, führte zu ihrem eigenen Untergang und zu meiner Geburt. Noch nicht? Leiter hochklettern. Puh, ziemlich heiß hier. Au, 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 au. Hier irgendwo. Kartengeist. Ja. Da ist er. Und gleich mal WWG. Der ultimative Stock. Und gleich mal unserem kleinen Zauberer geben. Der hat Todestribunal 150 und erhöht den Angriff um 3. Oh. 150 braucht das Tor. Ja. So, jetzt haben wir alle Waffen fertig. Davon gehe ich mal aus. Hä? Ich denke mal nur die in der Mitte. Zack, verändert. Wie? Hä? Was? Todbringer. Und wir haben keinen Levitas. Ja, nicht genügend Punkte, dafür haben wir Regeneration und alles. Also, welch mach euch hier vor dem Todbringer zu erblicken? Ja. Erdbebentanz, dagegen wären wir jetzt immun. Da kommen wir, was die Attacke abzieht. Soll die doch ein bisschen hartnäckig sein, haben wir immer noch. Naja. Trance für Vivi. Nicht gut für ihn. Warum, wie viel KP hat, dann kann er gleich mal zwei Sätze kriegen. 58.554. Und die Items, Genji, Fäustling, Seelenflöte, Schattenrobe. Ja, die Schattenrobe, das billigste natürlich zuerst. Mist. Erschütterung. Ja. Boah, dann macht der wirklich keinen Schaden. Vorsicht, das ist sein Schwachpunkt. Der soll erstmal 20.000 knapp runter erstmal. 9.999. Genji-Fäustlinge geklaut. Mal gucken, ob die klingen. Da ist der Genji-Güter. Jetzt fehlt nur noch die Seelenflöte. Ja. Hier, das bringt doch nichts. Ja. Das bringt bei ihm nichts. Der ist ein Boss. Der ist geschützt. Das ist eigentlich bei jedem Boss der Fall. Ja, das war ein Zauber, den hat er selbst gemacht. Aber er war nicht klug. Ja. Ja. Die Klappe fehlgeschlagen. Na klar, das will er natürlich wieder nicht hergeben. Ja. Die Seelenflöte.
Toxinstaub. Oh. It's bad. Sofort antige Gegengift verwenden. Fehlgeschlagen. Level 5 tot. Ah, hey, das war noch nicht. Patch. Baby hat sein Level noch nicht gecrashed. Zum Glück. Die anderen Bosse haben ja zum Glück keine Erfahrung gebracht. Ja. Verfehlt, Edge. Wir haben uns schon vorbereitet auf dich. Eigentlich Zombie-Drache. Ja. Rück die Seelenflöte raus. Todesurteil. Das kann man natürlich nicht. Oh, und dann auch noch auf Garnet. Ja. Das geht leider durch. Und es hat gewirkt. Boah, geht das schnell. Stopp. Oh, ich hoffe, wir... Ach so. Das ist normaler Zauber. Ansonsten hätten wir ein Problem. Auch geschützt. Zum Glück haben wir immer hast du, geht das schneller mit dem Heilen. Bis er seinen Zauber gemacht hat, ist jetzt schon längst voll wieder, ja. Auf jeden Fall steht sie wieder aufrecht. Und nicht gebückt. Stimmt's? Ja. Mann, gib die Seelenflöte her. Erdbeben-Tanz. Gerade ist schon längst voll wieder. Danke, Mahast. Boah, zieht einfach ja nicht. Aber wir können es komplett neutralisieren. Hätten wir das immer Levitas genommen. Tod. Nö. Wir wollen nicht sterben. Ja, keine Lust. Jedenfalls nicht auf diese Art. Sei froh, dass du dagegen immun bist. Sonst wäre der Kampf jetzt gegen dich schon längst vorbei. Ja. Todbringer ist ja immer... Sehen vielleicht. Da ist er. Jetzt bist du dran. Totale Vernichtung eingeleitet. Und auch Heilung. Du kannst auch Heilige mehr... Du kannst auch Heilmagie für ihn nehmen. Umso schneller geht das. Also kann er auch gar nicht da was anrichten. Hätten wir kein Dings gehabt, dann hätten wir jetzt so den... Bigra auf den zaubern. Ah, oh, dann ist das Neuste. Erschütterung. Was soll das bisschen bringen da? Die drei Klappräder. Naja, drei zwar nicht, aber egal. Uh-oh. Gemein. Hupien. Oh, nein, das bringt das nichts mehr, der ist weg. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist ja auch eine Hilfe. Ja, du brauchst doch ein paar KP. In Klammern. Ah, hält ihn also doch. Boah, schade. Ich hätte es nicht gedacht. Wenn wirklich Sanctus nehmen können. Hat er? Hat sie? Wer kann das überhaupt lernen? Sanctus. Ja, das auch noch. Naja, dann hol die Hörner. Ja. Weil irgendjemand konnte Sanctus verwenden. Vielleicht Vivi. Ich bin mir nicht sicher. Das Todestribunal. Oh. Kostet 72. Fläche fügt Schatten elementaren Schaden zu. Neutral. Neutral. Fischer Meteor. Inferno. Wenn das überleben sollte. Aber ich glaube eher nicht. Ja, guck dir die Hörner ruhig an. Die holen dich bald.
Vielleicht wird er von denen noch geholt. Jo, er wurde von den Hörnern geholt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich sag ja, Red Bull verleiht Hörner. Eigentlich heißt der Slogan ja anders. Ja, aber es sind keine Flügel abgebildet. Deswegen ja. Nicht wirklich gefährlich gewesen. Ja, so, und ich glaube, hier danach kommt noch ein Speierpunkt. Kein Boden? Ist das der Anfang? Nein, es ist das Universum. Das Universum? Schon vor der Geburt Gaias war das Universum existent. Fürchte dich nicht, denn mit jedem Schritt wirst du der Wahrheit näher kommen. Nun schreite voran. Leichter gesagt als getan. Ja. Er läuft durch die Galaxie. Naja. Es ist nun nicht mehr eure vertraute Welt. Nicht mehr das Universum, das euch das Leben schenkte. Jetzt geht es nur noch den Erinnerungen des Ursprungs zu folgen. Galant, sage mir, was sind Erinnerungen? Warum besitze ich fremde Erinnerungen? Warum besitze ich Erinnerungen aus einer Zeit, in der ich noch nicht mal geboren war? Schweigen. Galant, sprich zu mir! Die meisten glauben, dass Erinnerungen erst nach ihrer eigenen Geburt entstehen und sich auf ihren eigenen Erfahrungen basierend aufbauen. Jedoch macht dies nur einen verschwindend geringen Teil aus. Unabhängig davon, ob künstliches Leben oder nicht, es muss ein Schöpfer existieren, um es zu erschaffen. Und auch diese Schöpfer von ihrerseits von Schöpfern erschaffen. Alles Leben ist miteinander verbunden. Folgt man dem Faden, der diese Verbindung der Leben zusammenhält, gelangt man zu einem einzigen Ursprung. Dasselbe gilt auch für die Erinnerungen. Alle Existenz besteht aus ineinander verstrickten Informationen. Diese enthalten nicht nur die Informationen dieser einen Existenz, sondern die aller Existenzen. Erinnerungen gehören nicht einem einzigen, sondern entwickeln sich durch Auftürmen immer weiter fort. Die Erinnerung des nächsten Augenblicks ist gleichzeitig nicht nur die eigene, sondern die Erinnerung aller Existenzen. Man kann sagen, dass die Erinnerungen selbst für die Weiterentwicklung verantwortlich sind. Die wenigsten jedoch scheinen die Erinnerungen als solche zu verstehen. Die Unfähigkeit, in die Erinnerungen eines anderen Einblick zu erhalten, schon das allein ist der Beweis für das Unverständnis gegenüber den Erinnerungen. Was erwartet uns am Ursprung? Die Macht über alles Leben und über all seine Erinnerungen besitzt einzig und allein das Kristall. Das Kristall? Ab hier müsst ihr den Weg allein beschreiten. Vernichtet Kuja. Wer hätte gedacht, dass dies mein letzter Wunsch werden würde? Sidan, das Kristall darf nicht zerstört werden. Seid auf der Hut. Galant, komm zurück! Galant! Und auch wenn mein Leben nur zu einem einzigen Zweck erschaffen wurde, so bin ich doch dankbar dafür, dass mir ein Leben geschenkt wurde. Ah! Hier kommt nochmal ein Speierpunkt, dann kommt gut. Ist das Kristall, von dem Galant gesprochen hat? Jetzt können wir uns nur noch selbst von der Wahrheit überzeugen.
Und hier dürfte der Speicherpunkt sein. Ne, hier vorne war es nicht. Weil da, wenn man da durchgeht, dann kommt da das Vieh. Bin mir nicht sicher. Dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Let's Play erstmal war. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Ciao. Und tschüss. See ya.